Ja, da bin ich zurück. Ja, also ich, so wie es aussieht, hat die Identität der Blitze doch ein bisschen nachgelassen. Ich nehme das zurück. Ich nehme das mal jetzt zurück, was da eben losgegangen ist. Ja, es ist toll, gell? Ey, das ist so echt fantastisch. Ich wollte immer so einen Waldweg reinfahren, um da bessere Position zu kriegen. Aber scheiße, das ist so eine Schranke davor. Also ein Panzerfahrzeug habe ich nicht, um da mich da durchzuschlagen. Nur wegen der Blitze, das geht leider nicht. Und, aber das, was ich hier so aufnehmen kann, das hat ja auch seine Wirkung. Ey, das ist ja echt, hey, das hat ja eine Identität. Eieiei. Boah, ich sag da, ich müsste eine freiere Fläche kriegen. Aber wie gesagt, es ist schwer, hier im Odenwald eine freie Fläche zu kriegen. Auf die Art und Weise, wie gesagt, der Waldweg wäre es gewesen, aber da ist eine Schranke davor, da komme ich nicht weiter. Und das wird dem Auto auch nicht so gut tun, wenn ich da durchbrechen täte. Ja, da sind auch Kühe auf der Weide, das ist auch nicht so gut, weil die kriegen das ja auch frontal mit, dieses Wetter. Man sagt immer, man soll nicht unter Bäumen stehen, wenn es blitzt und donnert. Ja, ich bin jetzt ja umringt von Bäumen und die Kühe haben sich auch unter die Bäume geflüchtet. Ja, ja. Also gehen wir davon aus, dass dieser Spruch wahrscheinlich doch nichts von Wert hat. Na gut, es kann einschlagen, die Bäume, das kann ja auch schon. Es kann auch ins Auto einschlagen, es kann auch da einschlagen, wo ich jetzt gerade stehe. So ist es nicht, also. Wo der Blitz halt gerade seine Bestimmung sucht, weil er wahrscheinlich gerade zuschlage. Ah ja, das ist aber, ey, das ist ja echt cool, ja. Das ist ja, hat ja eine Identität, das Ganze. Boah. Ich bin ja total begeistert davon. Anscheinend lässt es langsam nach. Schade. Schade. Weil ich bin ja da Feuer und Flamme für das Ding. Ja, das hat so ein. Hat sowas, gell? Es hat was, es hat einfach seinen Kick. Ja, also das ist so Kick. Ja, Kick ist so eine Sache, gell? Kick ist so eine Sache. Das ist einfach schön. Ich finde es einfach, diese ganze Formation, die hat ja auch, jeder Blitz macht ja eine ganz andere Formation, also in dem Sinne eine ganz andere Figur. Ja? Manche geht geradeaus nur noch, manche dreht sich wieder nach oben hinweg und das ist ja wie gerade eben der hat sich auch ein bisschen nach oben weggezogen. Also ich finde es ja sehr, sehr, sehr schön. Ja, und jetzt werde ich mal ein bisschen leise sein, um euch das auch ein bisschen, damit ihr euch das auch ein bisschen wirkt, gell? Nicht, dass ich hier alles verbobbel. Das ist halt meine Begeisterung, was ich habe, wenn ich sowas miterlebe. Das ist halt so. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ist der Großteil wahrscheinlich schon abgeflacht und weitergezogen. Nicht alles, ein paar sind noch hier. Ey, das ist doch echt toll, ja. Ich muss sagen, das ist echt, echt toll. Wie gesagt, ich habe jetzt den Nachtmodus herausgenommen. Also die Kamera nimmt also nur so auf, ja. Ich hoffe, dass die Schärferegelung das dann ein bisschen kompensiert und ein bisschen noch hinstellt. Weil sonst wäre es nämlich zu künstlich und versuche nur mal, also was ihr hier seht genau, sind die Wolken. Und mein Arm wird langsam taub. Ja. Nämlich bis ich hier das Stativ aufgestellt habe, sind die Blitze vielleicht schon wieder weitergezogen. Jetzt hätte ich ein bisschen vielleicht weiter runter machen müssen, dann wäre der Blitz besser gekommen. Ja. Das ist wieder typisch ich. Ich kann wieder zu weit oben. Aber vielleicht kriegen wir noch ein paar gute rein.
Mal sehen. Vielleicht kriege ich noch einen schönen. Ah, das war ein schöner. Jetzt war ich oben, dann kam der Blitz unten, jetzt bin ich unten gegangen, jetzt kam der Blitz oben. Das ist doch scheiße, ja. Das ist doch. Hey, willst du so ein bisschen ärgern? Schon ein bisschen ärgern? Also, hey, du bist der Teufel da, ihr scheiß Teufel. Aber wir machen noch 2-3 Stück. Ja, das ist natürlich nicht gefächert, sondern einzeln, wenn es geht. Ich sollte hier nicht den Schaden auftreten, sondern einzelne, die haben ein bisschen mehr Wirkung. Ja. Das ist eine Masse da. Na, schwarte, ach komm, lass mich hier nicht hängen. Oh, Wetterleuchter. Ja, in Norwegen oben, gell? Das ist so Wetterleuchter. Ja, so kommt das ein bisschen rüber. So wetterleuchtermäßig. Ja, eben kam ein Fahrzeug vorbeigefahren mit lauter Musik. Wahrscheinlich um den Donner und den Blitz zu übertönen. Und auch vielleicht das Schrecken hier da oben. Das war cool, ja? Da war genau rechts hinter mir. Cool. Leider habe ich den Blitz nicht gesehen. Ja, leider nicht. Also er war genau rechts hinter mir, deswegen auch dieser Schlag eben. Ja. War was? Und ich sag ja, ich bin hier, ja, mittendrin, kann man sagen, ja, mittendrin geschehen. Ach, das ist einfach cool, ja. Die finde es einfach toll. Mal da, auch mal Natur live zu präsentieren. Auch wenn viele sagen werden, du bist verrückt. Ja. Sagen wir mal ja. Aber wie gesagt, macht ja auch Spaß, gell? Gesehen? Stark. Eine rechts oder links? Es ist ja stark, ja. Das ist halt cool. Jetzt langsam wird es ja dunkler, also die Kameraführung sieht jetzt nur noch Dunkelheit. Und ihr seht jetzt wahrscheinlich auch nur noch Dunkelheit, weil wenn ich höher gehe, seht ihr ja so ein paar Auflichtungen. Aber sonst sind hier nur dunkle Felder zu sehen. Und das heißt, ich kriege mal vielleicht noch einen guten Blitz in die Nacht hinein geschossen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ah, ja, ich sagte ein Blitz und nicht die Masse. Ja, das ist einfach, hey, du Scheiß da hier. Aber wie gesagt, das macht ja auch was her. Das ist echt, das ist auch her, das ist echt schön. Ich bin total begeistert, gell? Also ich finde hier stundenlang stehen der Sache zugehört. Ja. Da kann schon noch so viel grölen und cool. Also so wie das aussieht, ist das Richtung Milchstadt, das Gewitter noch unterwegs oder noch aktiv. Milchstadt, Erbach, Bad König und in die Richtung Darmstadt wahrscheinlich unterwegs. Und ja. Naja, es wandert hier weiter, es bleibt ja nicht stehen. In Gundelsheim hat es angefangen so ein bisschen da, habt ihr ja gesehen. Das kam von Karlsruhe rübergezogen über Gundelsheim Richtung Heidelberg und Odenwald. Und wie gesagt, das ist sehr intensiv hier. Manchmal habt ihr so Nebengeräusche, das liegt daran, dass ich ungefähr 500 Meter von der B45, neben der Bundesstraße da entfernt bin. Und oh, wow, der kam gut. Das wird bestimmt einen kleinen Schlag lassen. Mhm. Langsam fängt es hier wieder stärker an zu regnen. Und ja, das Leuchten sind jetzt keine UFOs, sondern das sind Autos. Gell? Das ist, ja. Und wie gesagt, es fängt hier langsam wieder stärker an zu regnen. Die Wolken ziehen sich wieder zusammen. Das heißt, dass es wieder losgeht langsam hier. Und naja, ich will euch hier nicht zumühlen mit lauter Blitze, gell? Aber für mich ist es halt sehr interessant.
Vielleicht für viele andere auch. Ja. Ihr seht ja, wir sind hier mittel im Geschehen. Ich zumindest. Ihr guckt euch das ja nur an auf dem Bildschirm. Seid in sicherer Umgebung. In, wie sagt man dazu? Vom Computer sitzen und habt eure Sicherheit in dem Sinn, dass ihr das so geschützt da mitbekommt. Ich mache das halt ein bisschen anders. Ich mache das halt ein bisschen so. So mache ich das. Oh, jetzt ist cool, ja. Jetzt ist Zeug, ja. Ich mache hier mal kurz Pause, ja, und setze dann wieder an, weil sonst werden die Spots nämlich zu lang. Ja. Bis gleich.